Moin Gamer und recht herzlich willkommen mal wieder zum Let's Play League of Legends. Ja, ich bin hier in einem Normal Game und spiele Kog'Maw ADC. Und ja, wie ihr seht, ich habe hier den Battlecast Kog'Maw Skin. Also auch hier noch ein cooler Skin. Oh, Kog'Maw ist ja größer als gedacht. Der ist größer als Echo. Der kann sich da reinstellen und dann sieht man Echo gar nicht mehr. Ja, wie man sieht hier, wie er jetzt auch gerade schreibt, very hard pull please, dass wir ein Echo im Jungle haben. Also das gerade in Ranked habe ich auch gespielt und da war auch ein Echo im Jungle. Und da war da halt so ein Wukong hatten wir im Jungle, der ganze Zeit geflamed hat. Was, wie retarded es denn wäre, Echo nicht zu bannen und ja, dass alle so schlecht wären. Und dabei hatten die Gegner 4 Drakes und er hatte keinen, also seine Dragon Control war richtig gut. Und gegankt hat er auch nicht wirklich. Und die Gegner hatten einen Rango auf der Botlane und ich war Vayne. Und Rango hat ja ein richtig starkes Early Game und dann gegen Vayne. Und ja, der hatte noch ein Camp gemacht und hatte dann ganze Zeit Level-Vorteil. Und Wukong hat dann halt nicht gegankt und das war dann halt ein Problem. Das wäre besser gewesen, hätten wir dann vielleicht ein bisschen Hilfe bekommen. Dann hätten wir auch was machen können. Und Echo will einen harten Pull und geht einfach mal in den Gegner-Jungle und stiehlt dem den Red. GG, so macht man das heutzutage. Erstmal zum Gegner gehen und den Red klauen, wenn man nicht genug Damage hat. Kann man machen, muss man aber nicht. Oh Gott, ich drücke die ganze Zeit die falsche Taste. Wir müssen gegen eine Thresh Quinn Lane. Oh, das müssen wir eigentlich hinbekommen. Und Kog'Maw hat ja auch ein starkes Late Game, ein sehr starkes Late Game. Aber ist auch sehr unmobil. Aber die Gegner haben jetzt nicht so was, was jetzt übel viel Movement Speed hat, jetzt bis auf Mundo mit Ghost, aber... Eigentlich müsste ich Tanks zerschreddern können, wenn ich jetzt nicht übel das Early verkacke. Erstmal alles hier vollkotzen. So, wir können erstmal entspannt farmen, wenn da noch keine ADC ist. Was ist denn mit der Quinn los? Oh, Minion Damage, OP. Oh, den ersten Minion verkackt. GG. Oh. So bad, 2 Minions verkackt. 3 Minions verkackt. Gut. Dann... Ich hätte sowieso einen Tower-Hit kassiert, hätte ich ihn angegriffen. Also war das gar nicht so schlecht. Dass ich ihn nur... ...ne Minion getroffen habe. Oh nein! Die Thresh-Hooks. Thresh-Hook. There's nothing you can do. Jetzt kommen hier wieder die Insta-Log-Lieder. Auf Doom. Er hookt doch gleich. Hier. Hook City Twitch, Hook City Twitch. Putz. Putz. Irgendwie kommt mir der Sound ziemlich leise vor. An ally has been slain. Nice Hook. Oh. Ich muss hooken. Ja, ich muss flashen. Ich muss hooken, sage ich schon. Oh, stop. Stop! Wenn ich sterbe, dann sterbe ich, aber hör auf mich zu pingen.
Wow. Best Gang. EU. B. Geil. Kommt der hierher, um mir Farben zu stehlen? Das habe ich gebraucht. Wow, und jetzt kommt er auch noch, um mir die Kills zu stehlen. Geil, bester Jungle. So hat man die Jungler doch am liebsten. Erstmal kommen die auf die Lane und stehlen dir den Farm und danach kommen sie nochmal auf die Lane, um auch schön den Kill zu stehlen. So habe ich die am liebsten, die Jungler. Ja, ja. Chill mit, yo. Aber ich habe mich jetzt auch gerade gewundert, dass die Quinn nicht auf mich draufgegangen ist. Die hätte mich doch easy killen können. Ich war easy der Freekill. Darius Mitte. Und Pantheon Top oder was? Oh, da Gangs. So gut. Ob jetzt Echo vielleicht auch fast nur im Jungle gespielt wird, man weiß es nicht. Weil ansonsten ist der ist ja so ähnlich wie Diana und Diana wurde ja eigentlich auch als Jungler rausgebracht. Also es steht immer, dass sie ein Jungler ist. Oh, habt ihr die Jukes gesehen? Oder eher gesagt die Dodges? Weil ich habe ihn ja nicht ausgetrickst wirklich, ich habe ja einfach nur gedodged. Und sie wird gehuckt. Die ist tot. So tot. So Mause tot. Warum? Jetzt lässt sie mich schon wieder alleine. Egal, aber dadurch kriege ich Erfahrung. Oh, der flayt mich. GG, ich bin tot. Oh, fuck this shit. Ha! Getötet den Noob! Da war er doch ein bisschen zu greedy. Aber es war schlecht, dass ich mich da hucken lassen habe. Ich war zu weit vorne, dafür, dass ich alleine war. Die lassen mich auch nicht farmen, weil Morgana da so eine Kacke macht und da sich irgendwo hinstellt und dann Pink Wards cleared. Was jetzt ja gerade nicht sein muss. Jetzt ist sogar schon die Quinn, die AFK, war ein Level über ihr. Es geht ja gar nicht hier. So ein Müll. Ich finde das immer richtig unfair, wie schnell die Leute leveln, wenn sie AFK waren. Weil sie werden ja meistens noch, da kriegen so viel Erfahrung, dass sie so schnell wieder auf dem gleichen Level sind. Sogar meistens höher. Denke ich auch nur, wow. Werden die ja sogar fast noch dafür belohnt, dass sie AFK waren. Weil jetzt ist der Thresh ganze Zeit überlevelt und sie holt ihn wieder auf. Und er ist jetzt immer ein Level über ihr und deswegen bekommt sie jetzt auch noch mehr Erfahrung, bis sie dann auf dem gleichen Level ist. Putz. Jetzt kriegt ihr noch ein bisschen Kotze ab, Freunde. Der Sonne. Putz. Zack. Komm. Oh. Geil. Das war wieder eine geile Ulti, muss ich sagen. Ich komme da einfach nicht weg. Nice. Dieses Exhaust hat mich so lange da an dem Tower gehalten. Und dann habe ich auch noch Auto-Attacks gemacht, die ich gar nicht hätte mehr machen müssen.
Der Echo ist auch nur in der Midlane, habe ich das Gefühl. Ja, und einmal in der Botlane, um nichts. um den zu stehlen. Fick dich, fick dich. Ich glaube, der Junge ist mad. Der Junge ist ganz schön mad. Aber meistens sind es die Deutschen, die so am Rumfluchen sind. Komischerweise. Es sind immer deutsche Leute. Also nicht immer, aber meistens zumindest. Oh, ich bin so dumm. Jo. Jo. Das Hitbox. Mit der Kotze vom Himmel geholt, sag ich nur. Der Vogel wurde richtig runtergehauen hier. Ey, dass die Jungler immer da kommen und dann ihre Kack-Spells da reinhauen, dass man den ganzen Farm verliert. Easy. Ich muss jetzt erstmal hier ein bisschen Farm aufholen. Wow. Ich habe ernsthaft den meisten Farben aus meinem Team. Und ich habe so mega bad gefarmt. Mal richtig ranzig gefarmt. Zack, 59 in der 12. Minute. In der 10. Minute sollte man mindestens 70 haben. Ah, rausgelaufen. Nope. Wow, das Black Shield kam ja auch wieder übel früh. Ah, ich geh'n weg. Oh, hier, komm. Kotze kriegt ihr noch. Schade, ich wollte den Minion noch haben. Warum machen das die Morganas immer? Da die neigen die einen immer so viel Farben mit. Ich finde diesen Backport auch geil. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen am Portal. Ich weiß nicht warum. Report this Mundo, oh my fucking god. Alter, dieser Typ, wie er am Rumflamen ist, das ist genauso wie der Typ gerade in meinem Ranked, der so rumgeflamed hat. Und dann 1 vs 1 gegen mich gemacht und verloren hat. Ich habe mich sogar hinter ihm mit Graves geflasht und meine Q daneben extra gehauen. Und ich habe trotzdem gewonnen. Oh mein Gott. Oh, ranzig. Ja. Mit meinem Blade hätte ich das überlebt. Lol, wie ist er denn gestorben? Woran? Und ich komme wieder schon nicht zum Farmen, weil ich jetzt gerade wieder von dem Thresh kaputt gehauen wurde. Ich spiele Thresh auch immer richtig gerne.
Ich glaube, das ist sogar gerade mein Champion, der auf der höchsten Stufe ist von dem neuen Rang, diesen Champion-Rang, die es jetzt gibt. Also der ist ja schon ein bisschen länger. Aber da ist der schon auf Level 4. Ich habe noch keinen einzigen Champion auf Level 5, weil ich einfach so vielseitig Champions spiele. Oh Mann, ich muss flashen. So. Das ist doch nicht wahr. WTF. Es ist mehr als nur useless, wenn sie die Kills bekommt. Oh, ich hasse es einfach. Sie fragt auch noch was. Sie hat schon wieder diesen Auto-Tag gemacht, aber das passiert mir auch oft, aber trotzdem, es ist immer so als ADC so richtig nervig. Man freut sich, ja, man bekommt jetzt einen Kill und dann stirbt man und kriegt noch nicht mal den Kill und fällt einfach immer weiter zurück. Und was soll das denn jetzt schon wieder? Ey, das ist so dumm. Was die Neiden, die mir jetzt mit ihrer Scheiß-W schon wieder in den Farm. Ich habe so einen ranzigen Farm. Das glaubt man gar nicht. Bronx incoming. Warum? Ich verstehe das nicht. Warum kann ich nicht mein Blade benutzen? Alter, jetzt geht sie mir auf die Nerven. And let me play. Okay. Ja, genau, Morgana, und du bist so toll und bist wahrscheinlich Gott und bist wahrscheinlich auch in Gold, weil du wie Platin spielst oder Diamant. Und wenn sie auch mal irgendwas machen würde vielleicht, dann könnten wir auch vielleicht mal irgendwie gewinnen. Ich hasse es.
Alter, warum hilft die mir da nicht? Wer hat einen Triple Kill gemacht? Alter, dieses Team, wieder alle nur an Flame. Es ist so ätzend. Man will irgendwie so kommen, zum Beispiel jetzt von der Schule oder so, will ein normales Game machen und dann auf einmal kommen wieder nur Leute, die ganze Zeit am Rumflamen sind. Also wirklich die ganze Zeit. Es ist ein Spiel, um Spaß daran zu haben und nicht irgendwie, um da ganze Zeit irgendwie rumzuflamen. Man kann, okay, wenn man jetzt zu Hause zum Beispiel, wenn man jetzt rumschreien würde oder so, oder sich aufregen würde, ist okay. Aber man muss es doch nicht immer in den Chat schreiben. Genauso wie die Morgana, was bringt es ihr jetzt? Die spielt selber scheiße und hätte, wenn sie mir da geholfen hätte... Ah, ich bin tot. Ja, okay. Ich sollte ein bisschen mehr aufpassen und weniger erzählen. Sonst kriege ich auf die Fresse. Oh, nice Binding. Ich muss jetzt irgendwie mehr Farm bekommen, Mann. Ich habe so wenig Farm und ich komme einfach nicht zum Farmen, weil der Kack-Thrash immer so aggressiv geht, dass ich einfach so weggerippt werde. Also wirklich weggerippt. Deleted, sage ich nur. Wenn ich dann nur die richtige Range habe, so hat man ja gerade an diesem Golem gesehen, wie viel Schaden ich eigentlich mache. Was zum Bug? Wie kann man nur so Hurensohn-Taktik spielen? Also wirklich jetzt mal. Einfach ganze Zeit so jetzt hier rumlaufen, weil sie wissen, dass ich alleine bin. Ey, das ist so ätzend. Dadurch gewinnen die wahrscheinlich dann auch noch das Game, weil ich so weit zurückfallen werde. Naja, okay. Die anderen sind so gefeedert. Da wird nichts mehr anbrennen, aber ich find's ätzend. Einfach nur, weil die Morgana wieder ihren eigenen Willen durchbringen möchte. Naja, ich habe ihr auch selber gesagt, sie soll die Botlane verlassen, wenn sie so mir nicht hilft. Und sie immer ganz halt stopp. Ich habe nur meine Füße. Man hat keinen anderen Escape. Wenn der Thresh dann auf mich engaged, dann muss ich fighten. Wenn er mich hookt. Ich kann da nicht mehr wegrennen. Dann werde ich noch geslowt. Dann kriege ich noch die Ulti ab. So ist das Leben als Kopfmann.
Alle nur hier am Rumflamen, wirklich. So ätzend. Hab doch einfach mal Spaß am Spielen. Nicht am Rumflamen. Ihr Lappen, ihr. Calm down, please. Nice to meet you. Ich weiß nicht, warum ich das immer sage. Sie sagt, glaube ich, was anderes. Sie sagt, glaube ich, please. To meet you oder so. Keine Ahnung. Irgendwie sowas ähnliches. Jo, wie kann man so retarded sein? Erstmal Ping, dass ich doch auf der Botlane darüber flame, dass sie nie da sind, aber dann den Fight starten. Serious? Ich weiß nicht, wie man so retarded sein kann. Erstmal sagen, ja, ihr kommt nie, dann sieht er und pinkt sogar, dass ich da unten auf der Botlane bin, pinkt mich weg, ich komm und er engage, bevor ich da bin und dann schreibt der Report, Cock. Alter, das ist so ätzend. Die denken immer alle, sie wären irgendwie Challenger oder sowas. Das finde ich immer am schlimmsten. Sie sind selber Gold und sagen immer, wie schlecht alle wären, obwohl es ja nicht schlecht ist, wenn ich da unten auf der Botlane bin und farme. Und wenn ich dann auch noch in die Mitte komme, sie hätten ja warten können, bis ich eben da bin. Wie gesagt, ich bin nicht so schnell. Es hat ja niemand gesagt, die Gegner haben ja nicht engaged. Es hat niemand gesagt, dass sie engagen sollen. Aber dann ist natürlich wieder die anderen schuld, wie immer. Man ist ja nie selber schuld. Wenn man engaged und nicht alle da sind, dann sind natürlich wieder die schuld, die nicht da sind. Den kriegen die auch ohne mich. Alter. Weggekotzt, sage ich nur. Weggekotzt von Kogma. Ich habe lange kein Kogma mehr gespielt, muss ich sagen. Also merkt man auch, glaube ich, übel. So. Können wir den Tower auch ein bisschen angehen hier. Yo! Okay, mein Heal war gewastet. Alter.
die Ultis. Ich war zu weit vorne. Das war schlecht. So ein Müll. Oh, ja. I hate my support. Oh, yes. Which support? I can play, but you can't support. An ally has been slain. Ah, doch nicht, das schreibe ich nicht. Nö, ich werde nicht surrendern. B-Top, ich engage, wenn die anderen nicht da sind und flame dann darüber, dass sie nicht da sind. Bin Echo und bin schlau, Kappa. Und ich bin Morgana und kann Bindings treffen. Huste. Nice Hook. Wow, Morgana. Wow. Alter, dieses Binding. Oh, Mann. Jetzt komme ich sogar schon auf deren Niveau runter und fange auch schon an zu flamen. GG, die stecken an mit dem Flame. Ah, Echo. Erstmal Flame. Ja, oh, nie sind die Leute da und dann selber Split pushen gehen. Wobei Split pushen ja eigentlich gar nicht schlecht ist. Vielleicht ist es ja sogar gut, wenn man ihn so auf diese Weise mad macht, dass er dann Split pushen geht. Wenn er dabei doch nicht stirbt, dann ist es ja sogar gut. Olaf AFK? Oder was geht da ab? Okay, er hat sich bewegt. Gut. Triple kill. Also erstmal hier die ganzen Minions wegkotzen und dann den Tower. Zack, 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 zack. Oh, flashen kann ich auch, Bro. Dazu brauche ich keinen Skill. Putz, putz, putz. Yo.
Freunde. Was? Der Typ ist schon Fullbild? GG. Nice. Macht Baron, dass ich ihn nicht bekomme. So habe ich das am liebsten. Nur wegen mir konntet ihr jetzt den Baron machen, weil ich alle auf die Top-Lane gelockt habe. Mhm. 12, 12, 8. So scheiß Stats. Aber ich stehe immer noch besser als der gegnerische ADC. Naja, ist auch keine Leistung, besser als 10-6 zu stehen, 6-10 zu stehen. So, mit Kopfmann muss man aber mal so aufpassen, wenn man so gegen eine Lane spielt wie Thresh, Blitzcrank, oh, dann ist es immer so schwierig. Weil wenn die aggressiv spielen, man kommt einfach an gar keinen Farm. Wenn die Gegner dann auch noch freezen würden, man so gearscht. Aber guck mal, ist halt im Late-Game so richtig stark. Der zerschreddert Gegner so richtig schnell und vor allen Dingen Tanks. Da sieht man ja auch Mundo, der frisst ja auch übel. Ey, das ist doch nicht wahr. Und dann failt sie schon wieder, ihr scheiß Binding, Alter. Kann die das nicht einmal treffen, wenn sie es muss? Alter, dass der mich gehookt hat, das ist wieder so nervig. Ankotz-Champion. Mundo will go and please us, yeah. Das könntet ihr auch jetzt eigentlich finishen. Oh, das war nicht so ein starkes Game von mir. Muss ich wirklich selber sagen. Aber es ist heute auch erst mein zweites Game. Von daher ist das noch ganz okay. Du. Ich werde gleich wahrscheinlich reported. Ohne Grund. Denke ich mal. Ja, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, schaut öfter mal auf meinem Kanal vorbei. Und lasst doch einen Daumen nach oben da. Tschüss und bis nächstes Mal.